Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei The Witcher 3. Ich hoffe, ihr habt eure Regenschirme eingepackt. Es regnet immer noch hier. Das ist der Wahnsinn. Es hört auch irgendwie nicht auf, aber es sieht so geil aus, wenn da hinten die Blitze auftauchen, der Regen durch den Sturm so seitlich herangepeitscht kommt. Es ist schon ziemlich awesome. Also kann man nicht anders sagen. Es tröpfelt. Genau, so würde ich das auch bezeichnen. Also ich habe das jetzt gerade verstanden, dass er es gesagt hat. Es tröpfelt. Ist nicht viel. Kommt nicht viel runter. Das täuscht nämlich. Das ist eigentlich bloß ein bisschen. Könnte mehr sein. Ey, hallo, es tröpfelt. Deinem Hirn tröpfelt's ja. So. Alchemiezutaten, da will ich hin. Ich hoffe, ihr seid mir jetzt nicht böse, dass ich jetzt hier so ein bisschen Fußschritt vorangehe. Das Ganze recht entspannt. Ich könnte natürlich jetzt mit Blötze hier einfach durchrennen. Aber ich will ja auch ein bisschen was von der Welt sehen. Und wir brauchen, wie gesagt, auch Kräuter. Am besten Schöllkraut. Ach, Myrte haben wir doch schon genug. Hasen. Hasen, 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 Hasen. Da sehen wir unsere Verbesserung von dem Schwert. Das ist ja geil. Nee, Hasenfelder nicht. Nimm dir das Hasenfleisch. Bist du blöd? Also bei so einem Schwert ist verständlicher, wenn das Hasenfell nicht mehr zu gebrauchen wäre. Aber das Hasenfleisch. So, wir sammeln jetzt erstmal ordentlich ein und am Ende gucken wir, was wir damit alles anstellen können. Ich habe das Stahlschwert gezogen. Ah, jetzt sind wir hier. Ah, ich weiß, wo wir sind. Aber einen Moment. Wäre das dann nicht auch der Fall, wenn wir jetzt... Ja. Weil ich möchte jetzt ja eigentlich diese Nebenquest auch nicht anfangen. Ja, das wäre jetzt gleich hier. Ach, wisst ihr was? Wir sind jetzt einmal hier. Da schauen wir jetzt auch bei ihr vorbei. Wir plündern mal ganz kurz noch ihren Kräutergarten. Wir plündern eh immer alles von ihr. Ist das Schöllkraut? Jawohl, Schöllkraut. Können wir uns irgendwo unseren eigenen Garten anlegen? So, wir nehmen nicht alles mit. Lass uns einfach mal Kera besuchen. Die Ratten. Wozu hat er sie gebraucht? Verfluchte Viecher. Lieber stopfe ich sie mit Gift voll oder schlag sie zu Brei. Aber nein! Hast du gesehen, was er mit ihnen gemacht hat? Ging die Frage jetzt an mich? Kera, was machst du? Geralt, hast du mich aber erschreckt. Aber nein, der Magier sagt, ich soll ihm Ratten bringen. Gesunde, keine, die die Katze anschleppt. Ist das die Lampe aus dem Versteck des Elfen? Und was war das mit den Ratten? Unwichtig, das erkläre ich später. Sag mir, wie komme ich zu dem Vergnügen? Du sagtest, du hättest eine Bitte an mich. Was willst du mit einer magischen Lampe? Ich würde dir gerne was abkaufen können. Was machst du? Warum wolltest du die Lampe? Du hast gerade gesehen, warum. Um mit verlorenen Seelen zu kommunizieren. Ich wusste nicht, dass du dich für diese Art Magie interessierst. Hast du ein Problem damit? Warum hat der Elf dir die Lampe versprochen? Es war ein Handel. Er brauchte mächtige Magie und hat geahnt, dass ich mehr kann als Warzen wegzaubern. Ich braute ihm einen Trank, um den Abbau von Nervengewebe zu verzögern, Amnesie zu verhindern und derlei. Für wen war der Trank gedacht? Das hat er nicht gesagt. Interessant. Du sagtest, du hättest eine Bitte an mich. Du sagtest, du wolltest etwas von mir. So ist es. Nach wie vor. Die verfluchte Insel im Sturmsee. Du hast sicher von ihr gehört. Die Bauern hier reden ständig darüber, über die Geister, die dort hausen. Sie sagen, wer dorthin geht, kehrt nicht zurück. Was für ein Fluch ist das? Das weiß ich nicht. Ich muss diesen Zauber brechen, aber habe seinen Ursprung noch nicht gefunden. Du musst doch etwas wissen. Ein bisschen. Der Fluch hängt irgendwie mit dem Turm zusammen, in dem Viserat, der Herr über dieses Land, beim Angriff durch Nilfgaard Unterschlupf fand. Im Dorf sagen sie, ein paar verzweifelte Bauern segelten zu der Reuseninsel, wollten um Essen betteln, doch es kam zu einem Massaker. Würdest du mir also bitte helfen, den Fluch zu brechen?
Du kennst dich doch mit sowas aus. Warum willst du den Fluch brechen? Warum bist du so versessen darauf? Bin ich doch gar nicht. Die Bauern sind es. Die Insel, gute Frau, du musst den Fluch brechen. Du bist eine gute Hexe, so mächtig. Immer dasselbe. Weißt du, ich dachte, du scherst dich nicht um die Leute hier. Du mächtige Hexe. Wenn ich's nicht schaffe, bin ich in ihren Augen nicht mehr mächtig. Sie werden nicht mehr riskieren wollen, am Galgen zu landen, um mich zu verstecken. Also geht es nur darum, was andere denken? Deinen Ruf? Der Punkt ist, hör zu, ich bin nicht in die Wildnis geflohen, um mich fangen zu lassen, weil irgendein Trottel mit dreckigen Fingernägeln sich über mich aufregt. Wisserat hat die Bauern umgebracht? Also die Bauern, die zu der Insel gefahren sind. Hat dieser Herrscher sie umgebracht? Im Dorf wird gemunkelt, er hätte sie vergiftet. Ein wahrer Ehrenmann. Ich habe ihn nie getroffen, aber er schien kein grausamer Mann zu sein, nach dem, was mir der Magier von der Insel erzählt hat. Ein Magier lebte auf der Insel? Kennst du ihn? Wo ist er jetzt? Wir waren befreundet. Leider ist er auch an dem Tag gestorben. Nur wenige haben überlebt. Und diejenigen, die von der Insel fliehen konnten, starben bald darauf qualvoll. Sie scheinen aber nicht vergiftet worden zu sein. Na dann, ich werde dir helfen. Schon gut, ich helfe dir. Ich wusste, du könntest nicht Nein sagen. Natürlich musst du zur Reuseninsel segeln. Na schön. Und dann? Nun, die Geister auf der Insel. Du müsstest mit ihnen irgendwie in Verbindung treten. Vielleicht können sie uns zeigen, woher der Fluch stammt. Meinst du, sie haben Lust auf ein Schwätzchen? Natürlich. Wenn du meine magische Lampe dabei hast, du kannst sie danach gern behalten. Zum Dank. Wirst sie sicher gut gebrauchen können. Na komm, für so eine Lampe gerne. Diese magische Lampe, wie funktioniert sie? Wie funktioniert die Lampe eigentlich? Ich meine, muss ich sie reiben oder irgendwas Magisches tun? Reiben kannst du dir sparen. Stell sie einfach dort ab, wo du Knochen findest und ein Gewisper hörst. Sei gewarnt. Es gibt gewiss angenehmere Dinge. Hab ich mir schon gedacht. Ich erzähl's dir später. Vielleicht lasse ich das Schlimmste weg. Das kannst du dir sparen. Ich gebe dir einen Xenogloss. Damit können wir uns über weite Entfernungen verständigen. Du beschreibst einfach, was du siehst, und ich sage dir, wonach du suchen sollst. Nenn das doch gleich Handy. Dann aufzuholen, was ein Xenogloss ist. Klar, wo hast du Xenogloss her? Ist doch egal. Ich hab's verpasst, sie zu fragen, warum sie nicht mitkommt. Sollte ich noch etwas wissen, bevor ich gehe? Nein, das wäre alles. So, jetzt geh schon. Ich bin so gespannt, was du auf der Reuseninsel findest. Komm hinterher unbedingt bei mir vorbei. Und Geralt? Danke. Jo, Schwester. Aber einmal noch mal kurz reden. Geralt, gerade als ich anfing, dich zu vermissen. Du warst gar nicht lange weg. Wetten, dass die alte Hexe, die hier gelebt hat, einige interessante Dinge zurückgelassen hat? Das hat sie. Du willst wohl einen Blick darauf werfen. Ja, sehr gerne. Au, wow. Ach du grüne Neune. Hier müssen wir später nochmal vorbei. So, was hast du denn hier unten noch Schönes? Hast du noch was zu futtern für uns? Was ist das? Krähenauge. Zubereitung. Alles Zubereitung. Nee, brauche ich nicht. Nope, 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 nope. 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 Können wir dir was verkaufen? Nee. Oh, warte mal. Ja, 26 Chance auf Taumeln braucht man nicht verkaufen. So, 154. Ja. Wir können aber noch nichts herstellen. Da brauchen wir noch zwei Schellkraut. Es wäre geil, wenn wir zu der... Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo diese Insel ist. Nein! Warum wolltest du die Lampe?
Du hast gerade gesehen, warum. Ich überspringe das mal kurz. Ich wusste nicht, dass du das überspringe ich auch. Hast du ein Problem auch damit? Das auch. Es war ein ich glaube das auch. Ich brauchte ihm das möchte ich nochmal hören. Um den Abbau von Nervengewebe zu verzögern, Amnesie zu verhindern und derlei. Überspringen? Für wen war der? Weiß ich schon. Das hat er nicht. Na, wissen wir nicht. So, bis dann. Bis bald, Kehra. So, wo müssen wir denn da hin? Müssen wir jetzt echt wieder zurück oder? Nee, doch nicht. Ich dachte, es wäre hier irgendwo. Das ist der blutige Baron. Ich dachte, wir hätten es schon eingestellt. Nebenquest. Wildes. Nee. Verteidiger. Nee. Ein Turm voller Ratten, das ist es, ne? Genau. Gut. Ah, doch wieder hier runter. Na super. Da kommen wir doch gerade erst her. Naja, erstmal nach Mittelhain zurück. Das steht fest. Vom Mittelhain machen wir die restliche guckt mal raus. Oh, guckt euch an. Oh, ist das schön. Kein Regen, Sonne. Es ist klar. Um 17.29 Uhr. Och, ist das schön. Und ich höre, wir haben gleich Besuch von Ertrunkenen. Das ist gut. Es sind mehrere. Wo sind die Viecher? Oh, es sind deutlich mehrere. Das ist mir aber alles hier ein bisschen zu... Hallo? Hallo? Das hier fällt ein bisschen offen, ne? Hier geht's. Hier können wir kämpfen. Wo sind sie? Da kommen sie. So. Okay. Zack. Erster Schlag. Wir haben bisher jetzt nur ihn als Gegner. Die anderen sind noch hinter uns. Ich liebe dieses Schutzschild, ey. Ohne Mist. Und noch ein Schlag. So, damit haben wir schon mal ihn. Ertrunkenen Hirn, komm, ertrunkenen Hirn. So. Nächste Teil wieder aktivieren. Weil jetzt kriegen wir ein bisschen mehr Besuch hier. Wow, den haben wir nicht getroffen. Zack, so. Komm her. Hey, wir konzentrieren uns, es läuft. Hey. Das ist doch mal erfreulich. So, ertrunkenen Hirn, sehr schön. Ey. Komm, hier wird doch was abfallen. Komm schon. Och. Du bist ein kleines Poloch. So, einen haben wir da noch. Schellkraut, sehr gut. Komm her. Na. Hat uns. Na, jetzt. Nein. Jetzt. Nein! Ich lass mir doch jetzt nicht von dem das wieder versauen hier. Von einem einzigen. Und zack. Zack und bam. Okay. Ja, komm schon. Ey, nicht dein Ernst. Da fällt auch nichts ab für uns. Oh, das kann's doch nicht sein, ey. So, einen haben wir da noch. Da. Komm her. So. Auch nicht. Die haben sich wahrscheinlich gedacht, so, du hast einen ertrunkenen Hirn gefunden, das muss dir reichen, gib dich damit zufrieden. Oh, na geil. Ärgerlich, ärgerlich. So. Genau. Erstmal nach Mittelhain. Obwohl, was sollen wir in Mittelhain? Das ist die Frage, wir gehen jetzt hier einfach an dem Fluss lang, gucken, was wir finden. Und da war doch jetzt gerade eben... Gut, unsere Vitalität regeneriert sich. Wir laufen ja jetzt richtig, ne?
Genau, wir laufen jetzt hier den Weg runter. Gucken mal, was hier dieser nicht erkundete Ort ist. Nee, wir können jetzt mit dem Boot fahren, aber wir brauchen hier die Kräuter, die wir hier finden. Also irgendwann brauchen wir sie. So. Schellkraut. Jetzt müssen wir doch mindestens einmal... Nee, Inventar doch nicht. Ja. Aber da wir den Gegenstand schon besitzen, ich finde das so sinnlos gemacht. Das war Schwalbe? Nee, das ist Donner. Donner können wir uns auch mal wieder herstellen. Wo haben wir denn jetzt Schwalbe? Haben wir es ausgerüstet? Schwalbe, genau. Ablegen. Und wegwerfen. So. Jetzt gehen wir rüber zur Alchemie und stellen uns wieder Schwalbe her. Jetzt brauchen wir wieder nur Schellkraut. Erstmal haben wir jetzt genug Schwalbe. Jetzt 3 davon, ne? Sehr gut. Rüsten wir uns wieder damit aus. Wir brauchen auch hier noch ein bisschen mehr Fleisch dann für unterwegs. Wie stellen wir denn nochmal Donner her? Donner da. Was fehlt? Da fehlt uns nur noch Endria-Gen-Embryo. Wo kriegen wir denn das her? Uiuiuiui, wo kriegen wir denn sowas her? Mal schauen. Müssen wir uns überraschen lassen. Haben wir hier nochmal ein bisschen Schellkraut? Das wäre geil. Das ist ein Gegner. Wieder ertrunken, ne? 3, ja. Okay. Komm her. Ich habe die Fackel ausgewählt, ich Idiot. Wenn ich die Fackel habe, kann ich keine schweren Angriffe starten. So. Komm her. Der ist Stufe 9. Aber der sieht doch ein bisschen anders aus. Und der hat auch... Der haben die jetzt alle schon... Ist nicht blöd. Haben die alle solche Dinger auf dem Rücken gehabt? So. Es kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Ist doch jetzt nicht euer Ernst, dass ich da jetzt nichts sammle. Oh. Ehrlich, eh. Aber wenigstens kriegen wir dafür Erfahrungspunkte. Unsere verbesserte Waffe hält nur noch zu 17 Sekunden. Hallo. Juhu. Komm her. Wo ist der zweite? Da. Der hängt da unten fest. Also können wir uns erstmal jetzt auf den hier konzentrieren. Der hängt auch fest. Leute, was macht ihr denn falsch? Was ist kaputt bei euch? Ich sehe da Schellkraut, glaube ich, gerade, oder? Ey. Ah, jetzt hast du dich befreit, wa? So, Schutzschild. Angriff. Angriff. Ausweichen. Angriff. Angriff. Oh, wenn ich mir überlege, wie wir uns vor ein paar Folgen da angestellt haben. Ja, das war unser Schutzschild, mein Freund. Das war wieder unser Schutzschild. Hat schon wieder kaputt gemacht. Macht denn hier unsere Schutzschilder kaputt? Boah, darf ich euch mal wieder untersuchen, ey? Ich raste gleich aus. Na, endlich. Und der hat auch noch ertrunkenen Hirn. Den mag ich. Der ist mir sympathisch. Der ist mir sehr sympathisch. Warte mal, hat mir hier oben nicht gerade noch Schellkraut gesehen? Habe ich das nicht im Kampf irgendwie gesagt? Guck mal. Schellkraut. Aber war es nicht noch ein anderes Schellkraut, was ich gesehen habe? Oh, guckt euch. Oh, ich liebe diese Grafik. Entschuldigung, aber ich liebe sie. Er schaut doch so geil aus. Das Lichtverhältnis und. Ah, ich raste aus. Mag vielleicht auch an der Begeisterung gerade liegen, dass wir das mit den Ertrunkenen jetzt gerade richtig gut hinbekommen haben. Das könnte vielleicht ein bisschen dazu beigetragen haben. Was haben wir hier? Da noch ein Kraut. Da. Diese Printtraube. So, jetzt dürfte man eigentlich nicht mehr weit von dem Ort entfernt sein. Da. So. Da ich ein kleiner Schisser bin. Und ich bin froh, dass das alles so bisher funktioniert hat. Speichern wir das jetzt mal ab hier. So, und da befindet sich jetzt ein unentdeckter Ort.
Da drüben. Gollum ist da. Bewachter Schatz. Von Ertrunkenen. Das ist ein anderer Ertrunkener. Das ist was anderes. Der ist, glaube ich, ein bisschen kräftiger. Wasservibe! Dieses scheiß Wasservibe! Fuck! Fuck, 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 fuck! Okay, wir versuchen's. Zum Glück habe ich gespeichert. Nein! Wow! Oh Gott! Oh! Fuck! Schutzschild? Komm her! Ausgewichen, Angriff. Und nochmal. Und noch einmal. Genau, wir haben unser Schutzschild. Das ist sehr wichtig. Na. Zack, zack, zack. Weiter. Einfach Angriff. So. Vergiss es. Kein Schleim. Nü, nü, nü. Haha, Freund. Ah ne, Freundchen. Madame. Nein. Das hat sie uns getroffen. Wo ist sie denn? Boah, du Mistvieh. Und nochmal. Gleich haben wir sie. Und. Jawoll. Huh, unser erstes Wasservibe, was wir getötet haben. Herzogswasser, Giftextrakt, Wasservibe-Zahn. Okay. So, und wo ist jetzt dieser Schatz? Silberbarren, Schwefel, Ketvenischer Gambeson, verbesserter Insektoidenöl, Fallenstellerstiefel, Silbererz, Zwirn. Wir stellen uns auf eine Kiste. Makelloser Smaragd. Das ist unser Triumph. Deswegen stellen wir uns auf die Kiste drauf. So, diese Stiefel haben wir dazu bekommen. Aber, wie ich sehe... Gleich mal. Nee. Schon allein, dass wir drei weniger Rüstung haben. Wird uns das... Jetzt werden wir das nicht tauschen. Was haben wir denn jetzt hier noch? Giftextrakt. Monsterblut. Monsterherz. Handwerkzutat. Geil. Monsterherz, Handwerkzutat, Silbererz, Eisenerz. Wir müssen mal eine größere Stadt irgendwie. Wolfsbann, Alchemiezutat. So, habe ich was übersehen? Das ist alles neu. Alles Alchemiezutaten. So. Das sieht schon alles hier deutlich besser aus. Albedo. Kann man auch was herstellen? Nee, ne? Hybridenöl, das heißt aber Verfluchtenöl. Zum Anwerfen auf dem Schwert, um zusätzliche Effekte im Kampf zu erzielen. Gegenüber Verfluchten. Nehmen wir das Bestarium, da haben wir ja was Neues. Hier, verfluchte Wesen. Also Berserker, Fehlgeburten. Okay, das ist gut. Das ist gut, wenn wir mal echt auf Werwölfe treffen. Und hier haben wir das Wasservibe, ist neu. Und die ist aber hier. Nordwind, Nekrophagenöl, Quen und Igni. Die Leute sagen, Wasserweiber seien mit Ertrunkenen verheiratet. Wenn das wahr ist, ist es kein Wunder, dass sie so garstige Luder sind. Ich finde diese Zitate immer total toll von Schemmel, von Drexton. Den Rest könnt ihr euch gerne selber durchlesen, aber diese Zitate finde ich immer total witzig. Gut, gut, gut. Es ist wichtig, dass wir jetzt auch, wenn wir auf zukünftige Wasserweiber treffen, dass wir dann... wissen, wie wir sie zu bekämpfen haben. So, und jetzt hier, wenn jetzt hier ein Boot wäre, wäre das optimal. Da drüben. Dann laufen wir hier mal weiter. Das ist wahrscheinlich ein verlassener Ort. Aber wir wollen jetzt hier runter. Versteckter Schatz. Wir gehen mal den Weg. Einfach weiter hier am Wasser lang. Da drüben ist das Boot. Ich häng fest. Wie viele Erfahrungen. Auch wir brauchen noch so viele Erfahrungspunkte, um Stufe 6 zu erreichen. Komm, wir hauen auf das Holz ein. Bam, bam, bam. Aus dem Weg. Oder wir springen einfach drüber. Tada. So. Kräuter. Ich habe da rechts was gesehen.
Schellkraut, sehr gut. Schellkraut ist gut. Schellkraut, das erfreut mein Herz, wenn wir Schellkraut finden. Ruhe. Na dann, alle Mann an Bord. Das kannst du jetzt nicht tun, ich wollte doch nur springen. So. Steuer übernehmen. Diesmal, wenn es nicht regnet, ist auch mal gut. Aber wenn ich da links das sehe, dann kann das Boot echt auch untergehen. Das wird wahrscheinlich so eine Lebensanzeige vom Boot sein. Sobald irgendwas kaputt ist, färbt sich's rot. So, wir sehen jetzt einfach mal am Ufer lang vielleicht. Unter uns sind lauter Kräuter, aber ja, so what. Wenn wir vielleicht noch Gegner am Ufer sehen, könnten wir die abschlachten. Was liegt denn da? Einen Moment. Steuer loslassen. Eine Münze. Na geil. Ich bin ausgestiegen für eine Münze. Das hat sich ja voll nicht gelohnt. So, ich möchte jetzt in dieser Folge noch wenigstens darunter mit dem Boot fahren. Zack. Nein! Ach, verdammt, falscher Knopf. Da bin ich so froh, dass wir den Sprung aufs Schiff geschafft haben und dann springe ich wieder runter. So. Weiter geht's. Setz die Segel. Hart Steuerbord. Na, so hart ist es nicht. Bisschen Steuerbord. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt. Schaut euch die Schatten von den Bäumen auf dem Segel an. Ist das geil? Kann ich ausrasten. So toll finde ich das. Fertig. Hey, halt! Hörst du mich? Ist alles in Ordnung? Wo bist du? Boah, erschreck mich nicht nochmal. Wunderbar. Ich melde mich bald wieder bei dir. Warte. Dieser Xenogloss. Kann ich mich damit auch bei dir melden oder funktioniert er nur in einer Richtung? Er funktioniert nur in einer Richtung, fürchte ich. Du musst meiner weiblichen Intuition vertrauen. Deiner was? Meiner weiblichen Intuition. Wunderbar. Beim nächsten Mal vielleicht ein Klingelton oder irgendwie sowas. Und nicht einfach so. Das wäre das nächste Mal sehr schön, da würde ich mich freuen. Da ist es nicht so erschreckend. So, jetzt fahren wir hier nochmal ran. Wir steigen schon mal ab. Also, wir stehen schon mal auf. So machen wir das. Und jetzt würde ich einfach die Folge hier beenden. Wir haben einigen Ertrunkenen den Arsch aufgerissen. Und in der nächsten Folge gucken wir, um das zu verschaubildlichen, hole ich mal die Karte hervor. Gucken wir uns erstmal kurz an, was hier so abgeht. Und dann gucken wir, ob wir auch in der nächsten Folge schon zum Turm rüberschwimmen können. Wie gesagt, hier bedanke ich mich, dass ihr eingeschaltet habt und dann sage ich bis zum nächsten Mal bei The Witcher 3.